Hallo Freunde der Wissenschaft. Heute geht es mal wieder um technische Details in Star Citizen. Und zwar zeige ich euch heute etwas, was ich auch heute erst entdeckt habe. Und zwar, dass die Duschen in Star Citizen schon funktionieren. Zumindest auf der Reliant. Man kann sie zwar nicht gezielt ein- und ausschalten, aber durch einen technischen Defekt ist sie hier angegangen. Man sieht, sie läuft. Die Ursache für den Defekt war eine Beschädigung des Schiffes durch während eines Bounties. Plötzlich hörte ich es halt plätschern und habe mal nachgesehen, was da los ist. Schön zu sehen ist, dass die Tropfen scheinbar durch die Toilette durchfallen. Das Plätschern sieht man nur unterhalb der Toilette. Das Aufschlagen der Tropfen. Sieht doch eigentlich schon ganz gut aus dafür, dass man das gar nicht forciert einschalten kann. Das ist ganz gut gemacht. Eigentlich schade, dass sie die Knöpfe für die Dusche nicht aktiviert haben. Richtig ran kommt man auch noch nicht. Hitbox einen hier nicht in die Dusche lässt. Das Plätschergeräusch ist vorne besser zu hören, weil der Generator nicht so laut ist. Und jetzt versuche ich mal, ob auch Klempner auf der Station arbeiten und fordere mal ein Klempnerteam an. Für 300 Alpha UC wird jetzt das Leck geschlossen. Und schwupp, wieder dicht, Dusche. Ja, macht euch noch eine schöne Woche. Euer Sion.